Hier seht ihr bei uns im Test von Elevate das Master C+. Wir hatten das Board schon mal, das normale Master ist im Test. Jetzt ist hier ein Kohlefaserbrett auf der Oberseite mit Textreme-Gewebe belegt und auf der Unterseite mit einem Biax-Carbon. Das ganze Board wiegt inklusive der 4,5 cm langen GFK-Fin genau 3 Kilogramm. Wir haben hier eine Rockerlinie im normalen Zustand, darauf komme ich gleich, von 4,6 cm. Wir können diese allerdings halt über den Revo-Griff nochmal 1,5 cm in diesem Bereich hier flacher machen. Das Ganze ist ein Continuous Rocker im normalen Zustand. Und wenn ich das Ganze hier spanne über den Revo-Griff, dann haben wir hier in der Mitte ein stärkeres Flat und eine ganz leichte Progression zu den Tipps hin. Von den angegossenen Kanten geht es hier durchgehend von vorne bis hinten scharf zu. Das Ganze ist sauber gearbeitet und auch sauber verschliffen. Von den Belegen haben wir ein Glossy Finish auf der Oberseite und einen absolut kratzfesten, sehr robusten Belag auf der Unterseite. Im Unterwasserschiff geht es hier mit einem ganz leichten V einher, was in einen ganz leichten Channel eingebettet ist. Insgesamt ist das Board hier nicht stark strukturiert, sondern nur ein wenig. Und zu den Tipps hin geht es in einen Doppelchannel über. Von dem Board inklusive Pads und Schlaufen, so sind wir bei 4,02 Kilogramm. Das heißt, für Griff und Pads und Schlaufen kommt nochmal 1,02 Kilogramm hinzu. Den Revo-Griff wollen wir euch natürlich nochmal so zeigen, dass man es sehr gut sehen kann. Hier sieht man schön die Rundung der Rockerlinie. Wenn ich hier den Griff drehe, sieht man eindeutig, dass das Board halt dann einen wesentlich flacheren Shape bekommt. Für wenig Wind, frühes Angleiten und dergleichen. Nicht halt jetzt, um mehr Leistung zu bekommen. Klar, das Board wird spritziger in der Angleitphase, aber das normale Rockerlinienkonzept ist mit nicht vorgespanntem Griff. Das ist hier wirklich nur ein Drehen des mittleren Teils. Dadurch wird über eine Spindel hier diese beiden Punkte, wo der Griff befestigt ist, nach unten gedrückt, also nach außen gepresst. Und dadurch haben wir insgesamt eine flache Rockerlinie. Funktioniert hier ganz ausgezeichnet. Ist auch ganz klar eine Erfindung von Herrn Schitzhofer, der dieses Griffmodell sich mal ausgedacht hat. Man findet es hier bei Elevate. Hier kann man es einzeln kaufen für, ich glaube, roundabout knapp 100 Euro. Und es gibt es auch noch bei der Firma Core. Da haben wir es im Zusammenspiel mit dem Imperator auch schon mal vorgestellt. Die Maße des Master C+ hier bei uns im Test sind 1,39 Meter x 42. Die etwas über mittelstark aufgebogene Rockerlinie erlaubt gute Angleitleistung. Verwendet man hier die Vorspannung des Revo-Griffes, um eine flache Rockerlinie zu produzieren, so wandelt sich das Ganze hier in sehr gute Angleitleistung für diese Abmaße des Boards. Was man spürt im Vergleich zum normalen Masters-Modell, ist hier die Zusammensetzung der Kohlefaserlaminate. Das ganze Board wirkt bei gleichen Shape-Details insgesamt noch etwas lebendiger und spritziger. Ebenso wie es sich mit den Gleiteigenschaften verhält, ist das Ganze hier auch bei dem Höhelaufen geartet. Mit normaler Rockerlinie haben wir eine
Gut geminderte Abdrift über die Finnen und das leicht strukturierte Unterwasserschiff. Spannt man das Board vor, so kriegt man hier exzellente Amwindeigenschaften. Um das Board zu switchen, sprich flach auf der Wasseroberfläche zu drehen, brauchen wir eine geringe bis mittlere Kraft. Wir haben hier diese etwas unter mittellose Abstimmung. Das ist sehr gleichmäßig und harmonisch. Und der Übergang vom Griff der Kante zur Finne ist hier ganz, ganz angenehm gelungen. Die Drehfreude des Master C Plus ist super schön. Mit wenig Kraft kann man hier jeden x-beliebigen Radius bedienen mit maximalem Zug auf der Kante. Das Board hat keinerlei Verschneidungstendenzen, auch bei geringerer Geschwindigkeit oder bei hoher Geschwindigkeit. Engste Radien oder weite Radien, wie gesagt, haben immer den vollen Zug auf der Kante. Und das ist auch zum Spielen mal in etwas mehr Welle durchaus mehr als geeignet. Für den Punkt Laufruhe und Kontrolle möchten wir die Bilder jetzt hier mal durchlaufen lassen, weil das ist auch ein ganz klarer Pluspunkt des Elevate Master C Plus. Wir haben in egal welchen kabbligen oder welligen Bedingungen eine wirklich exzellente Laufruhe. Der Flex hier ist sehr schön abgestimmt. Das Board ist nicht zu hart, trotz der Kohlefaserlaminate. Klar, es ist etwas spritziger und lebendiger als das normale Masters, aber man hat es hier nicht übertrieben, sondern es ist halt durchweg auch komfortabel. Und dabei zeigt es sich stets absolut verlässlich. Diese, wie wir es nennen würden, verlässliche Leistung spiegelt sich auch bei eingehakten Sprüngen wieder. Wir haben bei egal welchen Bedingungen und auch egal bei welchem Fahrkönnen ein Board, was sich einerseits sehr leicht von der Wasseroberfläche löst. Auf der anderen Seite kann man hier die Kante bei egal welcher Windstärke lange präzise halten. Und wir haben eine fast schlafwandlerische, sichere Landung bei dem Master C Plus. Und obwohl das Board hier etwas über mittellos abgestimmt ist, haben wir bei jeder Landung halt wirklich sofortige, ganz saubere Führung. Und das gibt natürlich jeder Fahrkönnenstufe hier, egal bei was für einem Sprung man auch vollziehen möchte, eine sehr hohe Sicherheit. Mit einem kurzen bis mittleren progressiven Aufladevorgang hat das Master C Plus einen guten Pop. Und auch hier zeigt sich durchgehend diese schlafwandlerisch sichere Landung. Ein bisschen ist das hier so wie bei einem Test, den wir vor kurzem durchgeführt haben beim Duoton Reime, bei dem Carbon-Modell und dem normalen. Das ist auch hier bei dem Master und dem Master C Plus. Das sind beides ganz ausgezeichnete, voll auskonstruierte Freeride Freestyle Boards. Die glänzen einfach mit hohen Fahrleistungen, super Kontrolle und einer einzigartig schönen Drehfreude. Also das macht hier einfach in allen Bereichen durchweg Spaß. Und auch was das notwendige Fahrkönnen angeht, gibt es hier keine wirklichen Anforderungen, da die Leistung immer sehr einfach und leicht und ohne großen Kraftaufwand bereitgestellt wird. So einfach und gut kann Twin-Tip-Fahren sein, so zeigt es sich hier mit dem Elevate Master C Plus. Und dazu gibt es noch diesen Gimmick mit dem Revo-Griff, was wirklich nicht nur ein Gimmick ist, sondern auch bei Leichtwind einen ganz entscheidenden Moment bringt, halt der kritische Situation beim Angleiten nochmal deutlich verbessert, auch die Leistung beim Amwind. Allerdings beim normalen Fahrbetrieb würde man immer wieder halt den Griff umstellen auf die normale Bodenkurve, da dann die optimale Dämpfung und dieses Gesamtpaket erst wirklich sich in seiner vollen Pracht zeigt.